Wir sind zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft 1954 als krasse Außenseiter gefahren. Selbst die Zöllner in Basel haben gesagt, was wollt ihr dann eigentlich hier? Ihr könnt doch gleich wieder nach Hause fahren. Da habe ich nur gesagt, Männer, denkt daran, die putzen wir weg. Viele standen an den Radio- und Fernsehgeschäften. In jedem Dorf ein Fernseher, schwarz-weiß. Die Leute haben sich die Nase platt gedrückt. Dann kam die 84. Minute. Dann schießt! Deutschland war zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Telekommunikation hat die Welt immer wieder bewegt und wird auch unsere Zukunft entscheidend bestimmen. Seit 1. Januar haben wir dazu die besten Voraussetzungen. Telekom ist Weltkonzern. Deutsche Telekom. Unsere Verbindungen bewegen die Welt.